Servus Leute, zurück zum Totally Accurate Battle Simulator. Es ist über ein Jahr her, dass ich zuletzt das Spiel gespielt habe, prinzipiell. Und es hat sich seitdem einiges verändert, beziehungsweise einiges im Spiel getan. Die Entwickler waren nicht gerade faul. Und die Community hat's gefeiert. Wenn man schon allein hier sieht, der Workshop wurde integriert. Und wenn man hier schaut, also ich könnte mit euch gemeinsam eine Menge an Kampagnen zum Beispiel spielen. Also mehrere Missionen, die unglaublich viele Likes haben sozusagen, oder beziehungsweise eine hohe Like-Rate und sehr viele gespielt haben prinzipiell. Also, schaut euch das an. Über 4000. 32.000. Das Taps Infinity War, so Theme-basierte Kampagnen, hören sich super geil an. Also das Spiel für knapp 12 Euro hat es wirklich viel zu bieten mittlerweile. Aber naja gut, schauen wir doch einfach mal in die Kampagne ran, weil da hat sich auch einiges getan. Ich bin mittendrin, habe ich aufgehört sozusagen. Introduction, The Adventure Challenge, Dynasty und Renaissance haben wir gemacht gemeinsam, haben wir gespielt gemeinsam, die Herausforderung bestritten. Wobei ich sagen muss, bei Renaissance, da ging es dann zu Ende. Renaissance sehen wir jetzt auch. Das ist ein bisschen anders. Davor war es eine Liste. Hier gibt es neue Missionen. Und ja, die werden wir jetzt auch angehen. Da habe ich eine Mission, die, ja, die ist irgendwie neu dazugekommen scheinbar. Wahrscheinlich, weil da eine geheime Unit dabei war. Das bedeutet, wir müssen da wahrscheinlich nochmal spielen, um die neue Mission wieder freizuschalten. So. Nochmal um es zu erklären, Totally Accurate Battle Simulator ist prinzipiell ein total akkurater Kampfsimulator. Name des Programms. Ich muss zugeben, ich weiß schon gar nicht mehr, wie die. Okay, das ist freie Kamera. Konnte man nicht die Kamera irgendwie auch drehen, außer so? Muss zugeben, die Steuerung muss ich erst noch wieder lernen. Ja, das Coole ist, diese Einheiten sind zwar alle relativ standardisiert, aber die haben immer ein paar gewisse, naja, ein paar Features, die herausstehen. Also es gibt immer eine Wahrscheinlichkeit, dass die Einheit so gespawnt wird und dann gibt sie, wenn man es hier schaut, ist die, Moment, wo sieht man es? So sieht man es vielleicht besser. Rechts, der ist ein bisschen größer als der links zum Beispiel. Und das ist ziemlich cool eigentlich in diesem Spiel. Das heißt, nicht jede Unit ist wie die andere. Aber wir sehen schon, Renaissance. Wir haben hier zwei berittene Ritter. Dann haben wir hier sechs Musketiere, sechs Hellebardiere und sieht aus wie Fechter oder Musketiere oder was auch immer. Ne, das dort hinten sind die Musketiere. Ja, müssen wir mal schauen. Ich weiß es nicht. Was ich ja früher mal gerne gespielt habe, ist Archer. Weiß ich nicht, ob das... Das wäre natürlich nice, wenn das klappt. Kann ich die wirklich dort oben platzieren? Wahrscheinlich fallen sie dann im ersten Moment runter. Das ist aber eine coole Sache, wenn das klappt. Wir werden es mal probieren. Ja, das ist das Problem beim, wenn man nicht drehen kann und so, dann kann ich nicht hier in die besten Ecken reinschauen. Aber es reicht es. Na, wobei reicht es? Man weiß es nicht. Hier, 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 hier in die Ecken einfach noch welche rein. Archer. Wobei, das sind zu viele. Wir brauchen nämlich auch ein paar Leute, die zum Beispiel die Reiter aufhalten, die Reiter ablenken. Oder das Feuer auf sich ziehen. Wir haben ja nämlich hier auch noch die Musketiere, die sonst auf unsere Leute schießen. Gut. Wir haben das, wir haben das. Wir könnten noch 340. Potion Seller. Ich finde den immer gut. Und nehmen wir noch ein paar Halblinge. Halblinge springen die Gegner an und belästigen sie einfach. Sexuell. Richtig. Sexuell. So. Ja, okay. Die Archer fallen runter. Das war jetzt gut. Okay. Performance-technisch ist immer noch ein bisschen wackelig. Aber das macht nichts. Die Archer, die arbeiten.
Die arbeiten ganz gut. Ja, das sieht doch gut aus. Die Nahkämpfer kamen nicht ran und die Musketiere sind einfach zu langsam. Ja, meine Masse an Archern. Ach. Aus dem Mittelalter haben die Musketiere vernichtet. Na gut, das ist schon mal schlecht. So, jetzt haben wir nur Musketiere. Das halte ich doch für ein Gerücht. Das wäre viel zu einfach. Ja, da sehe ich es doch schon. Wen haben wir denn da? Aye, aye, keiner mehr. Da haben wir einige da drin. Die kommen hier durch. Da kommen sie durchgelaufen. Okay, wir haben wieder Musketiere, Musketiere, Musketiere. Moment, Musketiere. Bei der Dynastie waren doch Samurai dabei. Samurai konnten doch Schüsse abwehren. Mal schauen, ob das so klappt. Wie ich es mir vorstelle. So, dann können wir, da die von hinten kommen, müssen wir auch natürlich was dagegen machen. Was haben wir denn? Potions, Snakes? Die wurden die teurer? 300? Ninjas. Ninjas sind bestimmt auch cool. Ninja! So als Backup im Hintergrund, um ein bisschen Damage zu machen. Und für 400 nehmen wir noch einen. Die kommen da raus. Also verwirren wir sie am besten. Ich hätte gerne noch eine Billo-Einheit. Eine billige Einheit, aber nicht Halblinge. Unbedingt einen Barden. Der Barde kann wahrscheinlich dann gegen die antreten. Okay, probieren wir es. Jawohl, die blocken ab. Sehr gut. Der Ninja, genau, der Ninja kümmert sich um die. Die sind sozusagen Fleischschilde. Ja, verwirren, der Potion Master ist wegen Blut. Okay, aber der Potion Master, der wird jetzt hier aufräumen. Aufräumen, gut. Was der nicht schafft, macht der Ninja. Ah, nein, er ist tot. Okay, soviel dazu. Jawohl, die Ninjas. Gegen Ninjas haben die Typis keine Chance. Jawohl. Jawohl, jawohl, jetzt wird geschnetzelt. Boah, die sind aber stark. Gegen die Samurais. Sehr gut. Sehr schön. Okay, hat funktioniert. Das haben wir tatsächlich schon. Clear. Also ne, Clear bedeutet was anderes. Okay, Map Select. So, Renaissance Fans haben wir geschafft. So, dann beginnen wir hier die Schlachten gegen andere Fraktionen. Beginnen wir gegen Tribal. Also gegen die Urzeitmenschen. Okay, wir haben 3500. Der Gegner hat Häuptlinge. Der Gegner hat... ist die Map neu? Nee, doch, oder? Ein bisschen neu designt ist sie. Dort hinten das oder was? Kommt mir neu vor. Cool. So, schauen wir uns an. Wir haben Speerwerfer, wir haben Magier, wir haben Häuptlinge im Hintergrund. Wir haben von allen etwas prinzipiell, außer die Starken. Außer früher gab es da hinten eine Höhle, wo manchmal Elefanten oder Gegner zumindest rauskamen. 3500. Achso, wir haben ja nur Renaissance. Da Vinci Tank, können wir schon mal nicht machen. Der Jouster, das war der Ritter. Painter. Oh Gott, was macht denn der Painter nochmal? Ich weiß es schon. Balloon Archer, die fand ich super, oder? Die haben die Leute in die Luft geschossen, irgendwie. Die sind dann weggeflogen. Ich mag Fernkämpfer. Ich mochte Fernkämpfer. Ich weiß nicht, ob sie immer noch so OP sind. Ich weiß nicht, was die Painter machen. Tatsächlich. Wir machen mehr Balloon Archer. Und ein paar Painter. Bekämpfen wir mit Da Vinci unsere Gegner. Aber mal schauen, was passiert. Okay, es war mir schon klar, dass die gefährlich sind. Die Magier. Es darf halt keiner herkommen. Dort hinten die Fernkämpfer. Ja genau, trefft sie.
Ihr müsst sie treffen, bevor sie euch treffen. Nein! Halte die Stellung! Nein! Ah, das sieht gut aus! Das sieht gut aus! Die fliegen! Die fliegen! Jawohl! Erledigt. Gut. Okay, Archer sind immer noch OP. Das freut mich. Uff. So, ich weiß nicht, was der Da Vinci-Tank nochmal macht. Ja, doch, eigentlich schon. Aber ich weiß nicht mal, wie effizient er ist. Sagen wir es mal so. Und deswegen probieren wir es einfach. Ich glaube, er hat keine Chance. Dafür sind es einfach zu mächtige, heftige Viecher. Wobei, oh, das sieht gut aus. Das sieht echt gut aus. Das sieht richtig gut aus. Da Vinci, du Genie. Da Vinci! Oh, da können wir reinschauen. Da ist Da Vinci drin, scheinbar. Und der ballert aus vollen Rohren. Okay, cool. So, nächste Tribe. Okay, wir haben hier. Moment, da ist eine Scarecrow. Ich muss ja auch nochmal nachschauen. Es gab bestimmt, seit ich das aufgehört habe, vor einem Jahr wieder deutlich neue Geheimunits. Die muss ich natürlich alle wieder finden und ausprobieren. Ja, vielleicht mit euch gemeinsam. Muss ich mal schauen. Ich weiß schon gar nicht mehr, was meine letzte war. Doch, ich glaube schon. Nein, ich glaube es nicht mehr. Nicht mehr zu wissen. So, wir haben 3000. Das ist jetzt weniger als davor. Dafür sind sie jetzt aufgeteilt. Die Balloon Archer waren schon recht effizient. Probieren wir es einfach. Balloon Archer haben schon gut funktioniert. Ist die Frage, ob es weiterhin so geht. Die Gegner werden auf jeden Fall aufgehalten, aber ob das, die kommen halt immer mehr. Ja, genau, die Magier. Ah, die kommen immer näher. Da ist einer ganz nah. Ah, die sind so nah. Die sind so nah, aua. Nein, sie hauen rein. Nee, das wird so nix. Ja, die Magier. Die Magier sind so brutal. Auch wenn's gar nicht mal so schlecht war, fand ich. Eventuell, wenn wir hier das Gebiet ein bisschen nutzen könnten. Das könnte helfen. Die Frage ist, ja, das Problem ist, was kann uns helfen? Wir bräuchten Einheiten, die stark sind. Die im Kampf was aushalten. Jouster zum Beispiel. Der Tank ist ja nicht nützlich. Halberd. Das Problem ist halt bei denen, dann sind halt schon wieder alle weg. Also die Ressourcen oder das Geld ist weg. Einer bleibt dort hinten stehen. Schön, schön. Nein, eigentlich nicht. Der bewegt sich einfach nicht. Oh, der Halbert. Okay. Okay, Halberds sind gegen Magier nix. Ja, das ist gar nix. Da war das davor besser. Endbattle. Die taugen schon mal nichts. Die sind zwar brauchbar, aber nicht gut. Wie sieht's mit denen aus? Was macht nochmal der Painter? Ich weiß es nicht. Greift er an oder sowas? Theoretisch ja. Nein, meine eigenen werden ab. Was ist denn hier los? Hallo? Da fliegen mehr von meinen als von den Gegnern. Okay, das wird auch nichts. Das sehe ich jetzt schon. Endbattle. Also der größte Erfolg war bisher nur mit reinen Fernkämpfern. Die Musketiere, tatsächlich bin ich kein Fan von denen eigentlich, weil
Die sind langsam. Allerdings könnte vielleicht eine Kombination ganz gut wirken. Die sind zwar langsam, aber stark. Und es müssen ja bloß die Ballons die Leute aufhalten. Einer reicht ja normalerweise. Beim Treffen. Der muss weg, der muss weg. Jawohl. Oh ja, hey, die Musketiere in Kombination, das könnte klappen. Jawohl, so Headshots da voll rein. Ah, kommt schon. Jawohl, sieht gut aus. Der Magier dort hinten ist auch AFK. Boah, voll den Kopf weggehauen. Jawohl. Auch der hat voll den Kopf weggehauen. Du hast ihn gut getroffen, mein Junge. Okay. 500. Defeat Team Blue. Wir haben dich. Wir müssen dich nehmen. Der Jouster. Ein Jouster gegen Halblinge. Und gegen Sensenheinis. Halblinge sind lästige Gegner, das stimmt schon. Wir könnten Painter machen, um sozusagen ihn zu schützen. Gegen die Halblinge. Ich sehe doch jetzt schon, dass er sterben wird im Wasser. Geht das überhaupt? Okay, der Jouster gegen so ein Chippy. Ich sag's doch, der wird am Wasser sterben. Das ist so lächerlich, was macht denn der? Jawohl, okay. Na, alles gut. Oh, da ist ja noch ein Painter am Leben gewesen. Okay, wir haben gewonnen. Einfach mal mit der Lanze ausgeschlagen. Ich dachte, er wäre im Wasser verreckt. Jetzt haben wir Häuptlinge. Warum kriegen wir... Na gut, ist mir egal. Wir haben Häuptlinge, wir haben Heu... Scarecrows. Oh, Scarecrows sind bösartige Viecher. Die Häuptlinge brauchen einfach bloß ein bisschen Backup. Aus der hinteren Reihe. Die sind strong. Hör mal, sind die tot? Wow, Scarecrows sind super strong. Moment, was machen wir gegen Scarecrows? Gegen die da. Ay, caramba. Ein bisschen Backup von hinten ist nicht schlecht gewesen, aber die Scarecrows. Entweder eine Masse könnte funktionieren. Oder Ballon. Oder eine Mischung. Ein paar Ballon-Archer. Und vorne noch. Bip, 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 bip. Schauen wir mal, ob das was wird. Die Krähen, die sind so brutal stark. Das ist nicht gut. Die Krähen sind OP. Trefft die Krähen, Männer. Nein. Ah, das wird wehtun. Das wird wehtun. Ja, die hauen auf die Krähen und keine Chance. So, okay. Das so haut das nicht so hin. Muss ich vielleicht... Oh, das Gelände vielleicht. Oh. Die haben ja eine richtig weite Reichweite, wenn ich das richtig gesehen habe. Das könnte gut sein.
Nicht ganz. Also gut, weil sie gut kämpfen, aber die Scarecrows sind so OP. Außer die Krähen sind dumm. Oh, kann es sein, die Krähen sind dumm? Habe ich das Game abused? Ja, die Krähen fliegen nicht nach oben. Bleibt oben. Bleib oben. Fall nicht runter. Oh, da lebt noch einer. Moment, wer lebt noch? Die Krähen leben noch. Ach du Schande. Wo ist denn... Hatte ich nicht 5 gehabt? Naja, gut. Okay. Also ist die Frage, treffen meine... die Gegner. Sonst haben wir... Schade, ich hab gedacht, ich habe das Game abused. Theoretisch. Du. Oh, da war noch einer. Oder wie? Oder hast du... Ah, da drinnen war noch einer. Der Schuss hat da reingeschossen. Der Sniper. Aus der Renaissance. Geil. Aber, oh, die sind so strong. Hey, Moment. Aber, die haben sehr viel Geld. Und die haben voll die geile Reichweite. Das gefällt mir. Ich dachte erst, die sind useless, aber die sind echt stark. Das einzige Problem bei denen ist halt, dass die prinzipiell halt lange nachladen müssen. Aber das können wir mit Paintern und so als Fleischschilden negieren. So. Dann. Evo. Und schon sind deren komische Wägen kaputt. Treffen wir eigentlich mit den Pfeilen auch die Krähen? Und was passiert mit Krähen, die so getroffen werden? Okay, die sind tot. Jetzt nur noch die Krähen. Geil. Jawohl! Easy! 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 Oh ja. Okay, jetzt kämpfen wir gegen Medievals und haben auch noch ein paar zusätzliche Heuschilde. Fleischliche Schilde. Oder menschliche Schilde, auf jeden Fall. Oh, da ist auch ein, da sind auch Barden. Seht her. Ganz gefährlich. Aber ich hoffe, es hat euch bisher Spaß gemacht zuzusehen, weil den Rest werden wir beim nächsten Mal machen. Und wenn ich herausfinde, wie man die Karte dreht, wird es bestimmt noch geiler. Ich habe schon Tasten gerückt, aber irgendwie E und Q hätte ich erwartet aus anderen Spielen. Aber so leicht wird es nicht. Na gut, das werde ich vielleicht noch herausfinden. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und ciao, bis zum nächsten Mal.